Neues Schild. Guten Morgen, es ist Mittwoch. Mittwoch, der 30.03.2016. Und ich wollte eigentlich damit anfangen, es ist, alle reden von Zeitumstellung, war irgendwann Zeitumstellung. Weil alle jammern immer, dass sie mit der Zeitumstellung nicht klar kamen, aber ja, ich kam diesmal ausgesprochen gut damit klar. Vor allem, wenn es jetzt morgens wieder, zumindest noch für ein paar Tage, wieder so ein bisschen schummriger ist. Das mag ich, deswegen stehe ich auch gerne früh auf. Noch nicht so viele Leute unterwegs, ist noch so ein bisschen schummrig, finde ich gut. Also ich habe diesmal von der Zeitumstellung überhaupt nichts mitbekommen und das Schlimme ist eigentlich, dass sich die Uhren, also hier iPhone, iPad, Computer, mehr Uhren habe ich ja da nicht, fast gar nicht, doch zwei Funkuhren noch, aber halt Funkuhren. Und das Schlimme ist halt, dass sie sich alle automatisch umstellen und man also gar nicht merkt, ob jetzt Zeitumstellung war oder nicht. Und dann stehst du morgens da und weißt natürlich, dass Zeitumstellung war, aber du guckst auf die Uhren und denkst dir so, und so ging es mir. Und ich denke mir so, muss ich jetzt noch was umstellen? Ist jetzt alles richtig? Stehst halt da. Gut, es ist 6.43 Uhr. Ich setze mich jetzt gleich ans Video, denn ab um 10 soll es regnen und ich möchte im Trocknen mit Cookie Gassi gehen. Und ich denke drüber nach, ob Strand oder Wolgassee. Mal sehen. Ich bin unschlüssig. Ich will es auch nicht. Jetzt habe ich so lange überlegt, dass schon anfängt zu regnen. Verdammt. Ach, scheiß drauf, ins Auto. Fahr ein Auto. Ja. Punkt. Ich würde fast wetten abschließen, dass das Auto jetzt nicht anspringt. Komm mal. Auf jeden Fall die richtige Entscheidung, hierher zu kommen. Doch ein bisschen andere Umgebung als der Wald bei uns da. Durch den See ein bisschen mehr zu sehen. Und ja, besser für meine Laune, glaube ich. Was sie mit dem Auto da hatten, weiß ich nicht. Da haben sie irgendwie ganz viel Zeug ausgeladen, wo ich auch nicht erkennen konnte, was es ist. Wollte jetzt aber auch nicht rangehen und fragen. Lass uns mal über Dinge reden, die ich definitiv im Vlog drin lassen kann. Ja, klingt kryptisch, aber eventuell habe ich ganz viel gelöscht hier. Wie auch immer. Mein Knöchel tut mir immer noch weh, deswegen gehe ich auch nicht joggen momentan. Eigentlich wäre das ja meine Joggingrunde hier. Oder momentan ist es meine Joggingrunde. Obwohl ich mir auch nicht sicher bin, ob ich nicht doch lieber wieder an den Strand laufen gehe oder Promenade laufen gehe oder... Naja. Thank you.
Jedenfalls tut er immer noch weh und ich habe keine Ahnung, woher das kommt, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich umgeknickt bin oder dergleichen. Wenn ich jetzt hier so lang laufe und der Boden ist zwar relativ eben, aber hat dann doch mal ein paar Steine zu liegen oder so, dann, wenn ich dann so um vorauf trete und so, naja, dann schmerzt es schon. Ich glaube, da sitzen Späne. Ich habe jetzt leider 50 mm, also maximale Brennweite. Aber ich halte gleich an. Da. Da. Das weiße ein Schwan. Und da, das weiße ein Schwan. So, der Regen wird schlimmer. Der Schmerz im Knöchel auch. Keine Ahnung warum, aber naja. Ich bin gespannt, was jetzt gleich passiert, wenn wir zurück zum Auto kommen. Aber irgendwie scheint da ein bisschen Action zu sein auf dem Parkplatz. Okay, und eine Sportveranstaltung. Läufer, wie es aussieht. Habe ich mir vorhin schon fast gedacht, weil die so Stäbe dabei hatten. Aber, mal gucken. Unfassbar. Ja, war ein Benz-Fahrer, was willst du erwarten? Anscheinend oder so, kein. Hallo? Was ist denn hier los? Die fahren ja alle total mittig. Vogel, ey. Ja, Robotron ist eine Elektronikfirma. Also zu Ostzeiten haben die Computer hergestellt. Von Robotron waren zu Ostzeiten alle Taschenrechner, Computer, alles was so an Technik gab. Volkseigener Betrieb natürlich und so. Naja. Anscheinend gibt es Robotron immer noch. Wusste ich nicht, keine Ahnung. Und sie sponsern Sport. Was ich gut finde. Waren alles Jugendliche, sind wahrscheinlich in Zinnewitz im Sportzentrum, da im Sportlager oder so, keine Ahnung. Vielleicht auch in Albeck auf dem Campingplatz. Ich weiß es nicht, aber Hauptsache bewegen sich. Ich habe die meisten meiner Nachbarn, also ich zahle für meinen Parkplatz hier. Also die meisten meiner Nachbarn sind zu geizig dafür oder wollen das Geld nicht ausgeben, was ich nachvollziehen kann. Ich würde das Geld für einen Parkplatz auch lieber sparen, aber wenn ich vernünftig parken will hier, dann muss ich nun mal einen Parkplatz mieten. Und ja, manche machen das halt nicht und stellen sich dann überall hin, wo frei ist, zum Beispiel da oder dahinter jetzt noch. Und wer darunter leiden muss, sind dann die Leute wie ich, die einen Parkplatz mieten und dann auf ihrem Parkplatz aber schlecht raufkommen oder schlecht runterkommen, weil alles andere an Platz zugeparkt ist. Es kotzt mich manchmal so an. Ehrlich, ich kann ausrasten. Okay, ich bin immer noch grumpy. Ich glaube, das liegt daran, weil ich halt so viel Scheiß im Kopf habe gerade, der mir so durch den Kopf geht und über den ich nachdenken muss und in Ruhe nachdenken muss. Und stattdessen verschwende ich meine Zeit mit Schlafen und anderen nervigen Sachen. Naja, aber Schlaf halte ich wirklich für Zeitverschwendung. Ich könnte noch über Snapchat reden heute. Von Snapchat bin ich momentan auch so angenervt. Ich bin nur noch genervt, ich bin grumpy. Ich werde dieses Vlog Grumpy Man nennen. Also von Snapchat selbst nicht. Snapchat hat ein Update bekommen, das ist super, das gefällt mir super. Da brauche ich einmal nur auf Anzeigen drücken und dann werden alle Stories durchgeschaut. Dann brauche ich nicht nochmal drücken, kann das Handy also irgendwo hinstellen. Aber von manchen Usern, wo ich denke, okay, vielleicht bin ich zu alt für Snapchat. Also, das ist zwar alt, ich bin... Nee, ich muss anders sagen. Ich bin älter als der Standard-User, der Normal-User, der Durchschnitts-User auf Snapchat. Ich bin sicherlich nicht die Zielgruppe der meisten User da. Also
Zielgruppe bei Snapchat. Ich finde das alles noch ein bisschen albern. Naja, jedenfalls sind aber manche User wirklich sehr albern auf Snapchat und das ist an sich kein Problem. Ich mache auch oft Blödsinn oder alberne Sachen, nicht auf Snapchat unbedingt, aber generell mal so. Aber manche benehmen sich permanent auf Snapchat, als wenn sie 12 wären. Dabei sind es erwachsene Leute, haben teilweise Kinder und man muss sich echt fragen, hey Leute, ernsthaft, was versucht ihr da? Snapchat wird so hoch gehypt und als das neue Netzwerk hingestellt, das kann eigentlich nur in die Hose gehen. Wer hoch fliegt, wird tief fallen. Und ich bin mir momentan echt nicht so sicher, ob Snapchat wirklich bis zum Ende bleiben wird, so wie jetzt alle sagen. Und Snapchat das sind wirklich neue große Dinge und Facebook und sonst was ablösen wird. Naja, aber manche User haben dann irgendwann mal, also es kommt mir so vor, als wenn manche User dann irgendwann mal gehört haben, dass sie der Haupt-Snapchatter zwischen 12 und, keine Ahnung, 24 ist oder was weiß ich, wo sie sind. Das ändert sich ja auch ständig, ist mir auch relativ egal. Und dann glauben, sich da anpassen zu müssen, so dass sie diese Zielgruppe erreichen. Wenn sie es glauben und wenn es klappt, okay, aber davon habe ich ja erstmal nichts. Also warum sollte ich das machen? Und haben wir schon mal drüber gesprochen? Ja, ich glaube schon. Egal. Ja, das ist dann wirklich permanent so alberner Scheiß, wo ich denke, ey komm, geh weg. Ich glaube, sie versuchen auf Teufel komm raus, da jetzt irgendwie Reichweite zu generieren auf Snapchat und ich weiß nicht. Dann sollen sie es machen, keine Ahnung, aber es ist der falsche Weg, glaube ich. Also ich für mein Empfinden halte es für den falschen Weg, da jetzt auf Teufel komm raus diese Altersgruppe erreichen zu wollen. Ich gebe mich so auf Snapchat, wie ich bin. Und wenn mir nach albernen Quatsch ist, dann mache ich albernen Quatsch. Aber wenn mir nach grumpy ist und fuck zu sagen ist, dann gehe ich auf Snapchat und sag fuck und bin grumpy. Ja. Naja. Ich schmeiße jetzt auch Rigoros raus. Ich folge erstmal immer allen zurück, die mir folgen oder mich hinzugefügt haben, um zu schauen, was sie so machen. Aber wenn das mir zu alberner Scheiß ist, zu banaler Scheiß ist oder halt Content, ich will diese Buzzwörter nicht benutzen, aber wenn es halt Zeug ist, das mich nicht interessiert, dann fliegen sie jetzt raus. Fertig. Zeitverschwendung. Es gibt auch auf Facebook die Gruppe Snapchat Marketing, gegründet von Björn Tantau. Absolut cooler Typ, der es auch drauf hat. Ich finde dann immer lustig, was sich da für Leute melden oder... Ja, ich meine, hey, kann jeder machen, was er will und jeder sagen, was er will und schreiben, was er will. Aber wenn ich mich in einer Gruppe anmelde, die Snapchat Marketing heißt, würde ich halt nicht um die Ecke kommen und so banale Fragen stellen, wie funktioniert Snapchat oder so. Dann suche ich mir doch erstmal eine Gruppe, die besser passt und komme dann später zu Snapchat Marketing. Ach, was weiß ich, ich komme heute total grumpy rüber, oder? Ich finde auch nicht die richtigen Worte, um das auszudrücken, was mich gerade irgendwie nervt oder beschäftigt oder wie auch immer. Naja, so, ich muss jetzt ein Video schneiden, damit ich heute wenigstens eins veröffentlicht kriege. Ansonsten habe ich geplant, diese Woche noch irgendwie eine Nachtschicht einzulegen und eine Nacht mal durchzumachen, um da mal ein paar Vlogs fertig zu bekommen. Ja, so, ich setze mich da mal ran. Ja. Gut, ich weiß leider nicht mehr, was ich noch erzählen wollte. Stellt euch vor, ich mache mir jetzt noch einen Kaffee. Ich zeige das jetzt nicht. Ich beende das Vlog hier einfach und sorry. Ich hoffe, dass ich bald auf dem Laufenden bin und dann werden die Vlogs auch wieder besser, versprochen. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dann bis morgen. Tschüss. Ihr könnt von Glück reden, nee, ich kann von Glück reden, nicht ihr, euch wäre es egal, ich weiß, aber ich kann, glaube ich, von Glück reden, dass ich auf Arbeit kein Handy benutze, weil ich hätte so vom Leder gezogen, glaube ich. Mist, ich habe 8 Stunden lang, also mehr als 8 Stunden, auf jeden Fall mehr als 8 Stunden, schön Akku verbraten für nichts. Das ist nicht so toll.
Mhm.